Also ich sag dir erstmal, wie ich Unterricht verstehe. Ich denke, Musik besteht aus ganz viel, wie alles eigentlich, besteht aus ganz vielen Bausteinen. Und klar kann man jetzt einen Song lernen und sich irgendeine Tabulatur besorgen oder von mir aus auch nach Noten spielen oder so und das dann so nachspielen und dann kann man das spielen, das geht schon. Aber dann fängt man bei jedem Song wieder von vorne an und man muss auch eine Menge auswendig lernen, weil man ja eigentlich nicht das System dahinter verstanden hat. Das halt im Unterricht geht es weniger um den Song, also man kann schon mal einen Song machen und durchsprechen und worum es da geht und so. Aber eigentlich geht es um diese Bestandteile. Das sind Tonleitern, das sind Akkorde. Ja, das ist, in welchem Verhältnis sind die, wie übt man die. Und dann kommt natürlich noch die Technik drauf. So, wie trainiert man seine Finger, dass man da hinkommt. Und dann kann man das zusammensetzen. Weil wenn man weiß, es gibt eine Tonleiter, die ich geübt habe. Es gibt eine bestimmte Technik, jetzt in dem Fall Wechselschlag natürlich nur. Und, keine Ahnung, du hast von Terzen geredet, Theorie. Und ich habe die Terzen geübt und dann kommt der Song, wo das vorkommt, dann habe ich das schon alles. Dann habe ich das parat und genauso war es bei mir. Bei mir kam ein Song, es war ein Metallica-Song, kam diese Stelle. Das ist aus Ride the Light, Quatsch, das ist aus For Whom the Bell Tolls. Hatte ich versucht auswendig zu lernen und das waren mir einfach zu viele Zahlen. 12, 9, 10, verflixt. Und in der Musikschule habe ich die Tonleiter gelernt. In der Musikschule habe ich die Terzen gelernt und auf einmal gucke ich auf das Blatt und ich konnte es sofort spielen. Ich brauche es gar nicht üben, weil ich die einzelnen Teile schon geübt habe. So, und deshalb, seitdem ist das meine Vorstellung davon, wie das funktioniert. Ich übe lieber alle Bausteine. Auch das kommt einem am Anfang länger vor. Oh, das dauert ja ewig, ehe ich den Song kann. Das stimmt, es dauert ewig, ehe du dann vielleicht einen Song kannst. Aber wenn du die Bausteine hast, dann kannst du auf einmal 20 Songs oder 30. Dann hattest du ja gesagt, dass du ganz viel von dem, was du übst, wieder vergisst, wenn du es dann nicht mehr übst. Und das ist natürlich ganz normal, weil das Gehirn will natürlich Speicherplatz freigeben und löscht dann die Sachen, die nicht benutzt werden. Aber auch praktischer, also du vergisst auch die Tonleitern. Du hast gesagt, du hattest alle Tonleitern auswendig gelernt und jetzt ist fast nichts mehr da. Was nicht benutzt wird, verliert man. Die Amis sagen dazu, use it or lose it. Und genau. Das stimmt einfach wirklich. Und deshalb bringt es auch nichts, irgendwas Abstraktes, was du jetzt nicht anwendest, zu lernen. Also generell nicht. Sondern wenn, dann muss das in deiner Spielanforderung, in dem, was du spielst, vorkommen. Das heißt, du möchtest gern Blues, Rock in die Richtung machen. Da lohnt es sich jetzt wenig, am Anfang zumindest, sich mit melodisch Moll zu beschäftigen, was dann wahrscheinlich niemals vorkommen wird. Ich meine, es gibt Leute, die das benutzen, keine Frage, ja. Wenn du bei Robin Ford und Larry Carlton guckst, wenn die Blues spielen, da kommt sowas vor. Aber wenn dein Fokus, vor allem, da geht es auch um Hören, wenn deine Hörgewohnheiten von der Einrichtung geprägt sind und auch das, was du übst und spielst und du übst aber dann die ganze Zeit irgendwas, was nichts damit zu tun hat, ist klar, dass es dann irgendwann weg ist. So, und da kommt dann die Anwendung ins Spiel. So, und da denke ich, das kriegen wir schon hin. Am Ende baut eh alles aufeinander auf. Es ist jetzt nicht so, dass die Dinge voneinander getrennt sind, weil eigentlich, wenn man es richtig lernt, dann hat jede Tonleiter mit der anderen was zu tun. Also ich sehe in der einen Tonleiter auch die andere Tonleiter, die ich geübt habe. Und ich denke, da gibt es dann Ansatzpunkte. Aber da muss man das halt auch, wie du schon erkannt hast, in der richtigen Reihenfolge lernen. So wie das halt Sinn macht. Weil wenn du irgendwo in der Mitte einsteigst, dann ist es natürlich plötzlich wie was vollkommen Fremdes, ein fremdes Objekt. Wozu du auch überhaupt keinen Anschluss hast. Das macht es auch schwerer zum Lernen, weil es einfach ein isoliertes, fremdes Objekt ist. Wenn du aber was hast, woran du dich anlehnen kannst, dann hast du das. Gibt die Geschichte, ich weiß nicht, ob die war es, von Isaac Newton, der in die Bibliothek gegangen ist, wo er noch kein Supermathematiker war. Aber ist vielleicht nur eine Anekdote, kann auch nicht wahr sein. Auf jeden Fall lag da ein Buch aufgeschlagen und er hat reingeguckt. Irgendwie mathematisches Gesetz 49, hat er sich durchgelesen, hat er nicht kapiert. Da stand, beruht auf mathematischem Gesetz 25. Hat er zurückgeblättert. Mathematisches Gesetz 25, bla 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 bla, verstehe kein Wort, beruht auf Gesetz 11, hat er wieder zurückgeschlagen, so. Dann hat er gesagt, okay, macht keinen Sinn, ich fange von vorne an. Das, weiß nicht, ob es wahr ist, aber das ist die Geschichte, die ich mal gehört habe, wie er dann gesagt hat, oh, das ist ja spannend, dieses Thema, wenn man das von vorne durcharbeitet. Und genau so ist es eigentlich. Das wäre dazu. Also ich denke, durch die Anwendung, du möchtest ja auch selbst improvisieren, da ist die sowieso drin. Also wenn du dann an dem Punkt bist, wo du Spaß haben kannst, wenn du wirklich über einen Backing-Track improvisierst,
und nicht nur das abfeuerst, was du jedes Mal spielst, sondern wirklich sagst, heute möchte ich mal das versuchen und das probieren, dann hast du immer die Anwendung. Das ist dann übrigens auch, wenn man so ein Grundrepertoire an Tonleitern und Technik hat, dann ist ein Teil des Übens auch dieses Improvisieren, zu sagen, okay, also ich spiele nicht irgendwas, sondern ich gebe mir jetzt eine Aufgabe. Beispiel, ich habe zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, Septimen geübt. Die habe ich jetzt, das ist eine Übung, das ist das, was du gerne machst. Die habe ich jetzt geübt. Aber jetzt ist meine Aufgabe, damit Musik zu machen. Wie kann ich mit dieser Übung, jetzt muss ich aus diesen Tönen Musik machen. Das habe ich gerade versucht zu erfinden. Ich habe so versucht, diese Septimen mal hoch, mal runter zu spielen. Und das ist dann eine spannende Sache, weil zum Glück habe ich das geübt, jetzt kann ich es anwenden. Und jetzt probiere ich rum. Ah, das klang nicht so gut. Was ist, wenn ich zwei Septimen mache? Oh, klingt auch geil. So, dann kann man auf Erforschungsreise gehen. Das ist eigentlich das, wo es dann richtig Spaß macht. Und das kann man, das heißt jetzt nicht, du musst es jetzt ein Jahr üben, im Gegenteil, sondern sobald du eine Sache kannst, kannst du anfangen, mit der zu experimentieren und zu spielen. Und dann wirst du merken, ah, ich tue aber immer dasselbe. Und dann gibt's, na, probier mal diese Übung, probier mal diese Idee mit der Tonleiter. Das sind dann erst Übungen und dann setzt du die in deinem Spiel frei ein und merkst, oh cool. Und was dann auch passieren wird, wir werden uns dann deine Led Zeppelin-Stücke oder auch deine Deep Purple-Stücke nehmen. Und du wirst sehen, dass genau diese Ideen, die man übt, in jedem Stück vorkommen. Weil die, ja, was die spielen, ist ja auch nicht irgendwoher aus dem Nichts gegriffen, sondern das basiert auf bestimmten Läufen, die immer wieder vorkommen. Und aus denen man dann Übungen entwickeln kann. So würde ich da das sehen und rangehen. Und das dritte Thema, was du angesprochen hast, war die Musiktheorie. Und da hast du recht, ich bin sowieso kein Freund von den Begriffen. Die Begriffe sind gar nicht so wichtig. Ob das nun Terz heißt oder der dritte Ton der Tonleiter, ist doch scheißegal. Dieses Wort Terz ist nur, damit der Musiklehrer in der Schule was hat, was er dich abfragen kann. Ob du das lateinische Wort für der dritte Ton weißt. Das Wort ist nicht so entscheidend. Was viel entscheidender ist, kannst du die Terz hören? Also weißt du vorher, wo die ist, weil sonst macht es ja keinen Sinn. So, und weißt du, wo die auf dem Griffbrett ist? Wie sieht eine Terz aus? Dass du die finden kannst. So, und da ist mein Ansatz schon immer gewesen, Musiktheorie findet nicht auf dem Blatt statt oder an der Tafel, sondern am Instrument. Weil wenn du lernst, die Durtonleiter besteht aus Ganz- und Ganz- und Halbton, Ganz- und Ganz- und Halbton, dann kannst du das natürlich ins Notenpapier malen. Das bringt dir aber erstmal gar nichts. Eigentlich ist doch das Ding hier, okay, das ist ein Ton, jetzt mache ich Ganzton, Ganzton, Halbton, Ganzton, 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 Halbton. Ah, jetzt höre ich das auch, jetzt kann ich das spielen. Alles klar. Und dann geht es natürlich um die Frage, warum, wie kann ich das jetzt in die Richtung spielen und so. Und dann, das hat dann was mit dem Aufbau des Instruments zu tun. Aber Musiktheorie ist für mich gekoppelt ans Instrument, weil du willst ja was damit machen. Das ist nicht dazu da, sinnlos Wörter abzufragen. Und ich muss dir sagen, der Quintenzirkel ist so ein Pfeil, den habe ich noch nie in meinem Leben gebraucht. Ich habe den gelernt. Und ich denke auch in diesen Quinten, aber ich denke nicht an diesen Zirkel dabei, sondern in den Akkordfolgen, weil der Sinn dieses Quintenzirkels, es ist umgedreht, den hat man eigentlich nur aufgeschrieben, weil dann aufgefallen ist, dass viele Akkordbewegungen in dieser Reihenfolge stattfinden. Ja? So, die Theorie ist ja immer erst hinterher da. Es ist ja nicht, dass sich erst einer was am Blatt ausdenkt und dann wird Musik gemacht, sondern die Musik war schon da. Und dann hat jemand versucht zu entziffern, was das ist und hat Regeln formuliert, die in der Kunst sowieso nie immer hundertprozentig zutreffen und auch mal anders verwendet werden. Aber dann wird das aufgeschrieben und dann geht's wieder, lerne das auswendig. Aber der Weg ist falsch rum. Eigentlich müsstest du zuerst die Songs kennenlernen, wo ja, oder tausend andere Songs, ja. Auch dein Song. Du da da. Warte, hier fängt's an. Du da 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 da. Gleiche Akkordbewegung. Hast du gehört? War auch entweder das eine oder das andere. Gibt's noch hundert andere Songs, die so funktionieren. Dann schreibt man auf, ach, guck mal, und gibt dem einen Namen. Quintfallsequenz und so. Und dann ist aber, meiner Meinung nach, ist es doch, setz dich hin, lerne diese zwei Songs, dir fällt auf,
wow, das ist ja dieselbe Bewegung und das geht in einem bestimmten System, aha, das fällt so und so. Und dann müsstest du eigentlich sagen, das wäre eigentlich cooler Unterricht, wenn du sagst, ey, mir ist aufgefallen, das fällt immer in Quinten in der Tonleiter. Und dann sage ich, da gibt es einen Begriff, das nennt sich nämlich Quintfallsequenz und hier ist der Quintenzirkel, guck mal, das geht in diesem Kreis. Und dann sagst du, das ist ja genial. Und dann brauchst du es gar nicht auswendig lernen, weil du hast ja den Song schon und du verstehst jetzt, wozu dieser Quintenzirkel da ist. Und du weißt doch, wie Blues klingt. Also ohne, dass dir das jemals jemand erklärt hat, ich glaube, du hast nicht zuerst eine Definition von Bluesrock gelernt und dann die Musik gehört, sondern du hast das gehört, mehrere Bands, dann hast du, das klingt so ähnlich wie das, die haben irgendwelche Gemeinsamkeiten, du hast das von selbst entschlüsselt. Zuerst hast du doch die Musik gehört. Okay, und dann wäre meine Frage, warum du Funk-Pattern übst, wenn du diese Musik nicht hörst. Ich würde trotzdem behaupten, wenn du ein Wahnsinns-Blues-Schlagzeuger wärst oder Blues-Rock-Schlagzeuger und das alles drauf hättest und du würdest dann einen Monat lang die Best of Funk der Weltgeschichte hören und das ja raushören. Also so haben Musiker eigentlich ewig gelernt. Pass auf, wir gehen jetzt davon aus, du wärst ein Schlagzeuger, der alles, was es am Blues-Schlagzeug gibt, spielen kann. So, und jetzt hörst du zum ersten Mal Funk. Natürlich klingt das erstmal anders, aber du würdest sagen, okay, anstatt macht er. Okay, dann kannst du es nachmachen, weil du in deinem Blues ja schon die Technik gelernt hast. Du weißt, wie eine Hi-Hat klingt, du weißt, wie man die Koordination macht. Also ich habe da einfach eine andere Auffassung. Ich verstehe dieses Argument, und das sagen auch alle, das brauchst du sowieso irgendwann, das musst du mal können oder so. Aber ich glaube, das ist der Motivations- und Lerntöter Nummer 1. Weil es nicht aus dir kommt. Du müsstest eigentlich, theoretisch müsstest umgedreht laufen. Hier, wir haben bis jetzt nur Blues gemacht. Ich habe aber gerade diese Funkplatte gehört. Was ist denn das für ein Rhythmus? Kannst du den mir mal zeigen? Weil dann ist dein Gehirn offen. Ich bin auch der Meinung, auch als Gitarrist, also generell als Musiker sollte man ein Grundfundament haben. Aber ich glaube, eigentlich sollte man dieses Grundfundament nicht durch ein Buch lernen. Weil wenn du die Musik nie gehört hast, dann spielst du immer nur Noten nach einem Buch und hast überhaupt kein Gefühl für die Musik. Eigentlich müsste der Lehrer dir eine Plattensammlung hinlegen, so klingt Funk, so klingt Jazz, so klingt das, und dann hört man sich rein. Am Anfang der Entwicklung steht eigentlich, dass, ich sag's andersrum, wenn du schon ganz viel Funk hören würdest und dann würde dir einer, also sagen wir mal, du würdest jetzt monatelang alle Funkplatten hören und dann würde dir einer die Funk-Pattern beibringen, würdest du die viel schneller lernen, weil dein Gehirn schon vorher weiß, wie sie klingen sollen. Weil du sie nicht nur vom Blatt abliest, 16. dorthin, 16. Offbeat dahin, dann das, sondern weil du schon eine Klangvorstellung hast. Ich bin ja auch nicht dafür, nur in Fingern. Also in Fingern, das sind immer die Gitarristen, wo die Finger einfach... irgendwas machen. Das ist in Fingern. Also für mich ist ja der Kopf genauso wichtig wie das Ohr. Also es geht ja auch darum. So, also ich habe jetzt gedacht, das waren wieder die Septimen. Ich habe gedacht, okay, aber wo sind schöne Töne? Hier ist eine Spannung, hier muss ich auflösen. Das habe ich nicht vorhergesehen. So, also es ist eine Mischmasch aus, ich will was hören. Ich erwarte was, dann ist natürlich, weil ich ein bisschen rumprobiere mit den Septimen, auch, den habe ich nicht erwartet. Und die Technik. Lass uns mal zum Instrument gehen und was machen. Hey Leute, danke fürs Anschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Über Kritik, Fragen und Themenvorschläge freue ich mich besonders. Schreibt dazu einfach in die Kommentare. Abonniert doch gerne meinen Kanal für mehr Videos rund um das Gitarrespielen. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Üben.